Wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Fußballnationalspieler vor den beiden Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande zusammenruft, wird man viele neue Gesichter sehen. Andere bekannte Gesichter wird man stattdessen vermissen. 12 Spieler wurden gestrichen, die bei den enttäuschenden Länderspielen im November gegen die Türkei und Österreich noch nominiert wurden. Dafür hat Nagelsmann gleich 6 Spieler nominiert, die noch kein einziges A-Länderspiel für Deutschland absolviert haben. Mit Waldemar Anton, Dennis Undorf und Maximilian Mittelstädt kommen gleich 3 davon vom VfB Stuttgart. Ja, auch da generell zum VfB, das ist auch Momentum. Wenn man jetzt vom letzten Jahr ausgeht, dann wären wahrscheinlich keine VfB-Spieler dabei. Dieses Jahr machen sie es einfach sehr, 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 sehr gut. Extrem stabil, viel Spielfreude, sehr viel Selbstvertrauen. Und demnach, bin auch ehrlich, man hätte vom VfB noch 2, 3 weitere einladen können, ohne große Probleme. Wagnermann, Stiller, die machen es alle sehr, sehr gut. Also da gibt es viele Kandidaten, die auch weiterhin im Fokus stehen, die auch nach wie vor die Chance haben, Richtung EM auf den Zug zu springen. Einziger Profi von Borussia Dortmund auf der Kaderliste ist Niklas Füllkrug. Mats Hummels ist ebenso nicht dabei wie Emre Can und Niklas Süle. Bayern München ist mit 5 Spielern vertreten. Leroy Sané ist für die beiden Länderspiele wegen einer Tätlichkeit im Spiel gegen Österreich gesperrt. Ja, ganz drehen wird sich's nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Tür für keinen, der jetzt nicht nominiert ist, zu ist. Das habe ich auch allen am Telefon gesagt. Ich habe mit allen Spielern gesprochen. War jetzt nicht nur der Überbringer der guten Nachrichten, sondern leider auch der Überbringer der schlechten Nachrichten. Aber dass die Tür nicht zu. Natürlich ist es so, dass das ist einfach so auf Nationalmannschaftsebene das Momentum schon, gerade was Offensivpositionen sehr entscheidend ist. Ja, wenn jetzt einer in den nächsten 8 Wochen nach den Maßnahmen sehr viele Tore schießt, gerade auf Offensivpositionen oder viel Impact hat in seinen Clubs, dann kann da auch eine Position ausgetauscht werden. Entscheidend sei es, die besten Spieler zu finden, die für die jeweiligen Positionen passen, sagte Nagelsmann. Auf die Frage, ob es mit ihm und dem DFB auch längerfristig noch passe, zeigte sich der Bundestrainer optimistisch. Wenn er vor der EM ein Vertragsangebot habe, mit dem er zufrieden sei, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er noch vor dem Turnier unterschreibe.